Und wir kommen heute, also ich stehe jetzt in unserem Eingang, denn ich gehe jetzt gleich zum Friseur und ich wollte euch mitnehmen, denn ich werde mir die Haare färben lassen in einer ganz anderen Farbe. So, also ich gehe dann auch mal los. So, ich bin jetzt beim Friseur und das Studio ist auch echt schön. Hier ist halt der Warteraum und dann wird man hier frisiert. Und ja, ich muss jetzt erstmal warten und mich hinsetzen. Hallo, wie heißen Sie? Ja, hi, ich bin Applewhite und ich habe in 10 Minuten hier einen Termin. Okay. Ich muss halt nur kurz warten. Miss Applewhite, bitte bei den Friseur kommen. Also, ich gehe jetzt mal auf meinen Platz und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, ich werde mich jetzt um Ihre Haare kümmern, die sind ja so weich. Was für eine Frisur möchten Sie, geehrte Dame? Weiß ich nicht. Ich möchte mir auf jeden Fall mal die Haare färben. Aber Sie möchten dieselbe Länge behalten, oder? Ja, das möchte ich. Okay, dann fangen wir mal an. Wir haben hier so einen Spiegel, den können wir einfach umdrehen, damit die Überraschung für Sie größer wird. Oh, okay, dann machen Sie das mal. Welche Farbe soll ich nehmen? Hier ist rot, orange, gelb, ein dunkleres Gelb, grün. So türkisgrün, also blaugrün, blau, noch ein anderer Blauton, lila, pink und fuchsia. Ich weiß es nicht. Also, ich möchte ja einen kompletten neuen Look. Deswegen werde ich mich für lila entscheiden. Oh, lila. Ach wirklich? Ich dachte, Sie würden rot holen. Das passt irgendwie zu Ihnen. Ja, ich weiß, aber ich möchte ja was ganz anderes. Oh, okay. Dann machen wir das mal. Als erstes kämmen wir Ihre Haare gut durch. So, die Haare habe ich jetzt gekämmt. Dann werden wir die Haare jetzt nass machen. So, Ihre Haare sind nass und ich werde jetzt die Haarfarbe holen. Das letzte, gell? Ja. Ich fange jetzt an, Ihnen mit der Kreide die Haare zu färben. Also, Ihre Haare müssen jetzt noch trocknen und so lange werde ich sie schon mal schminken. Was war wieder das Kostüm? Elfe. Okay, dann mache ich das mal. Hier etwas rosa und dann noch auf die andere Seite und dann noch lila. Ist es gut so? Ja, es gefällt mir. Also, Sie sind gleich fertig. Jetzt gehen Sie erstmal runter und suchen sich ein Outfit aus. Das Make-up werden Sie jetzt gleich sehen, wenn Sie filmen, weil Sie wollen hier bestimmt filmen. Ja. Hey, ich bin dann gleich mal auf dem Weg nach unten. Dort werde ich ein Outfit finden und ja, ich finde eigentlich mein Make-up voll niedlich. Und ja, danach kriege ich meine Haare aufgemacht. Ich finde die Frisur jetzt schon geil. Also mit dem Handtuch drüber. Und wir gehen dann mal runter. Treppen. So, hier scheint es zu sein. Das ist hier der Schrank. Okay, ich suche mir ja mal ein paar Sachen raus. Ich habe ein paar Kleider gefunden und die gehe ich jetzt anprobieren. So Leute, ich habe das erste Outfit anprobiert und ich bin schon ziemlich überzeugt, aber ich probiere die anderen auch noch an. So, ich habe jetzt das zweite Outfit auch an. Es gefällt mir eigentlich noch besser als das erste, aber ich habe ja noch ein drittes. So, das ist dieses dritte Outfit. Aber mir gefällt das zweite am besten. Deswegen gehe ich mich dann schnell umziehen. Ich habe das Outfit jetzt an und habe gerade erfahren, dass dazu noch ein ein fuchsiafarbener Gürtel gehört. Und den gehe ich mir dann jetzt auch abholen. So, das ist der Gürtel. Und jetzt brauche ich nur noch Schuhe. Leute, also ich muss sagen, das hier sind wirklich ziemlich viele Schuhe. Bis ich da mal ein paar habe. Nach langem Überlegen habe ich mir jetzt drei Schuhpärchen ausgesucht und ich werde mal anfangen, sie anzuprobieren. Also, ich mag diese Schuhe nicht wirklich und ich probiere mal das andere Paar an. Diese Stiefel passen ja überhaupt nicht zu meinem Outfit. Und jetzt habe ich nur noch eine Möglichkeit, Leute. Also, Leute, diese Schuhe hier sind sowas von perfekt. Ich nehme
haben sie und jetzt brauche ich nur noch eine Tasche. Und ich habe mich ja auch eigentlich schon entschieden, denn ich habe eine gesehen. Ich habe mich für diese Tasche hier entschieden und jetzt gehen wir auch wieder hoch. Ihr liebe Kuchen. Entschuldigung, Madame, ich bin fertig mit meinem Outfit. Oh, das ist wirklich sehr schön. Ich komme gleich. Setzen Sie sich schon mal auf den Stuhl. Okay. Ich bin wirklich so aufgeregt, Madame. Ja, das kann ich verstehen, aber ich werde dir noch die Nägel lackieren, da, warte. Ja, die Haare sind da nicht ganz trocken. Wohnen über Ihnen Leute? Ja, über unserem Salon wohnen ein paar Monster. Und ich mache Ihnen die Nägel rot, würde ich sagen. Okay. So, fertig. Das muss jetzt nur noch trocknen. Okay. So, jetzt werde ich Ihnen die Haare öffnen. So, jetzt muss ich Ihnen die Haare nur noch kämmen und frisieren. Oh, okay, dann sind wir soweit, ja. Ja, dann dürfen Sie Ihre Haare sehen. Yay. Okay, fange ich an. So, Ihre Haare sind auch fertig. Ich werde jetzt den Spiegel enthüllen. So, er ist enthüllt. Oh mein Gott, ich liebe es. Also, das freut mich. Jetzt können Sie zur Kasse gehen und bezahlen. Okay. So, meine Dame, der Komplettpreis beträgt 40 Euro. Oh, das ist ja voll wenig für alles zusammen. Ja, wir sind sehr billig. Hier, bitteschön. Danke. Okay, auf Wiedersehen dann. Ich gehe dann mal. So Leute, das war's dann auch mit dem Video. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh Mann, Lilly, du hast es versaut. Tja, Pech, bin dir gegenüber. Ist mir doch egal. Okay dann, Leute. Ciao.